Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einer weiteren Sprint to Glory. Es ist heute wieder ein Sprint to Glory Showdown und das mache ich natürlich nicht alleine. Dabei ist Dennis vom Kanal FIFA Tour. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ich mal wieder hier mit am Start sein darf. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen miteinander, da war es nicht ganz so spannend, da habe ich leider beides verloren, aber vielleicht gibt es ja heute die Revanche. Genau, und genau dazu auch noch passend die Überleitung. Bei Dennis auf dem Kanal natürlich auch ein Video parallel online gekommen. So viel kann ich verraten. Hier ist es Paris, bei ihm kann Lyon. Also es ist das Ligue 1 Derby, beziehungsweise ein Duell Derby, mehr oder weniger, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Darüber gehen, lasst Liebe da, lasst einen Daumen da und abonniert natürlich auch seinen Kanal. Und ansonsten, Regelwerk blende ich euch jetzt nochmal im Hintergrund ein, aber wie gesagt, ist mittlerweile eigentlich schon beinahe Routine. Zwei Sprint to Glory ist das Ganze parallel. Es gibt Punkte, am Ende gewinnt natürlich der, logischerweise mit mehr Punkten. Und ansonsten würde ich sagen, wenn du soweit ready bist. Ich bin direkt ready, ja. Dann können wir direkt reinstarten. 20 Minuten Sommertransferphase, das Ganze in der Konferenzschaltung. Let's go! Der Timer steht, 20 Minuten laufen ab jetzt und wir starten rein und wir schauen auf unsere Mannschaft. Ich will jetzt eine ganz andere Taktik fahren. Ich will schauen, dass wir Bernat und Meunier da lassen. Ich will dann aber gucken, dass wir anstelle von Kimpembe auf jeden Fall mal Marquinhos nach hinten ziehen. Dass wir dann vielleicht schauen, dass wir das Silva, beziehungsweise nicht das Silva, sondern Thiago Silva geupgradet bekommen, weil der wird sich vermutlich verschlechtern. Und dann holen wir hier eine richtige Granate, im Zentrum vielleicht noch irgendwie was. Also ich werde mal schauen. Auf jeden Fall will ich hier jetzt nicht unbedingt auf die Breite gehen, sondern ich will wirklich auf einzelnen Positionen eine richtige Maschine holen. Unsere 20 Minuten starten in 3, 2, 1, let's go. Und ihr seht im Hintergrund schon den Kader von PSG. Man muss ganz ehrlich sagen, die Offensive ist, denke ich mal, qualitativ schon recht gut besetzt. Vielleicht sogar ein bisschen zu gut. Wir haben noch Icardi auf der Bank, Cavani, Mbappé vorne drin. Also mit der Offensive bin ich eigentlich schon mega zufrieden. Man könnte vielleicht ein bisschen was im Mittelfeld machen. So wie die Außenverteidigerposition, Kimpembe vielleicht noch upgraden, neuer Keeper, den will ich eigentlich definitiv holen. Ich möchte definitiv im Tor mit 90 plus reinstarten, weil ich ansonsten denke, dass das nachher unser K.O.-Kriterium sein könnte. Ansonsten, wer schon öfter bei mir Sprint to Glory Showdowns gesehen hat, zuallererst geht es wieder daran, dass ich einfach die schlechtesten Spieler auf die Transferliste setze. Bei PSG, sage ich mal, setze ich einfach alle unter 75 erstmal auf die Transferliste. Okay, das ist erledigt. Geld haben wir ordentlich. 214 Millionen. Also, da kann man definitiv den ein oder anderen Top-Transfer tätigen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich warte jetzt erstmal in den ersten Tagen ab, was für Transferangebote reinkommen werden. Und dann überlege ich, ob wir vielleicht irgendwo deswegen Lücken haben und da schon mal definitiv verstärken müssen. 89er Gesamtrating, Luka Modric, 32 Millionen Ablösesumme, das ist unter dem eigentlichen Marktwert. Es ist so ein typischer Transfer, ja, der hat eine 89, der ist richtig stark, auslaufender Vertrag, von daher ziemlich billig und er wird uns auf jeden Fall zumindest für dieses eine Jahr so viel Qualität ins Mittelfeld bringen und mit dem Geld kann man, denke ich, gar nicht so viel falsch machen. Ich habe den Assistenzcoach jeweils rausgeschickt zu den Spielern und hier hat er mit Liverpool um Virgil van Dijk gehandelt. Es ist ein Spieler, den ich mir wirklich vorstellen kann, dass den Dennis dann auch erraten wird. Trotz allem, es ist ein absolutes Schnäppchen, wie ich finde. Ich glaube, 80 Millionen ist der Marktwert und wir zahlen nur 96 Millionen für den wohl besten Verteidiger auf der ganzen Welt und von daher muss ich den Deal jetzt direkt annehmen. Parallel bin ich noch Jan Oblak. Ich hoffe, dass ich das Ganze auch noch über die Bühne bekommen. Virgil van Dijk aber stabilisiert erstmal unsere Defensive und das als der beste Verteidiger der Welt. Die ersten beiden Abgänge stehen. Zum einen verlässt uns Presnel Kimpembe. Er wechselt zu Manchester City. Das Ganze für knapp 43 Millionen und Colin Dagba wechselt ebenfalls hier für 8,5 Millionen. Und wir haben jetzt auch tatsächlich unsere ersten beiden neuen Spieler gefunden. Eine komplett neue Innenverteidigung kommt zu PSG. Zum einen Milan Skriniar, zum anderen Kalidou Koulibaly. Der bisher teuerste Neuzugang, Van Dijk, Modric, die zusammen kommen ungefähr auf die Ablösesumme von Raheem Sterling. Wir zahlen 110 Millionen, wobei das sind wir doch noch ein bisschen drunter als die anderen zwei Ablösesummen zusammen gebündelt. 89er Gesamtrating ist natürlich bei uns gesetzt auf dem rechten Flügel, weil wir unter anderem Di Maria bereits verkauft haben. Später für den Überblick alle Abgänge bisher dann natürlich für euch und ansonsten jetzt noch knapp 80 Millionen und natürlich noch immer der Wunsch von weiteren Spielern. Wir verkaufen weiter, wir kaufen weiter ein und für euch gibt es die Vorstellung aller Transfers natürlich. Der dritte neue Mann in unserem Kader, der nächste Defensivmann, Daniel Carvajal, wechselt von Real Madrid zu uns. Er kostet uns insgesamt 50 Millionen, hat allerdings schon eine 85 und ich weiß gar nicht, ob es die ganze Zeit so war. Ich war der Meinung, der war die ganze Zeit ohne Potenzial. Mittlerweile hat er scheinbar wieder ein bisschen Potenzial, denn sein Potenzial steht laut so FIFA auf 86 sogar. Und das bedeutet natürlich, ich hoffe, dass er sich vielleicht sogar nochmal im Laufe der Saison auf 86 entwickelt. Der nächste Abgang bei uns steht jetzt auch fest und zwar wechselt Ex-Schalker Thilo Kehrer für 25 Millionen nach England zu Tottenham.
Und der nächste neue Mann ist dann jetzt auch gefunden. Andrew Robertson wechselt von Liverpool zu uns. Und ja, es ist der beste Linksverteidiger. Ich bin jetzt einfach mal der Hoffnung, dass Chris auf keinen Fall denkt, dass ich den Besten auf mega offensichtlich verpflichte und deswegen eh nicht den Besten nimmt beim Tippen. Ich denke schon, dass er glaubt, dass ich mich auf der Linksverteidigerposition verstärkt habe, aber ich rechne einfach mal damit, dass er Alba sagt oder Alexandro. Das sind so meine Tipps, die er sagen wird. Deswegen hole ich mir Robertson, weil der einfach so offensichtlich ist, dass den eh niemand tippt. Und was mir gerade einfällt, ich habe am Anfang solche Worte gesagt, wie das, was ich mir definitiv hole, wird ein neuer Keeper sein. Und ja, wir haben jetzt kein Geld mehr. Und was habe ich nicht verstärkt? Die Keeper-Position. Irgendwie typisch, denn irgendwie verplane ich das andauernd, was ich am Anfang sage. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Navas ausreicht. Sollten wir wirklich noch gute Transferangebote reinbekommen, dann würde ich tatsächlich Navas verkaufen und Koulibaly ist verletzt. Wehe, der ist jetzt langzeitverletzt. Dann raste ich hier komplett aus. Meunier erstmal verkauft für 20 Millionen zu Chelsea. Robertson, geil. Gerade neu geholt, fällt für 2 Monate aus. Das finde ich Weltklasse und Koulibaly zum Glück nur für 3 Tage. Aber Robertson, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass wir den schon irgendwie angeschlagen gekauft haben. 120 Millionen glatt, es hat endlich funktioniert. Die dritte Transferverhandlung, Simeone hat eingelenkt. 120 Millionen also für Jan Oblak hinten drin. Einer der besten Keeper auf jeden Fall in diesem Spiel. Ich weiß gar nicht, ob er sogar der Beste ist mit einer 91. Ja, es ist natürlich ein richtig geiler Transfer. So viel können wir natürlich nicht vorenthalten. Von daher ist der Deal perfekt. Wir haben noch knapp 92 Millionen. Der Deal ist jetzt dann gleich erst perfekt. Ich will auf jeden Fall noch auf der Außenbahn was machen vielleicht. Ja, gerade in Bezug auf den linken oder rechten Verteidiger. Auch wenn ich eigentlich ursprünglich gesagt hatte, ich will da nichts machen, haben wir jetzt noch so viel Geld, dass das tatsächlich reichen könnte. Auslaufender Vertrag, einer meiner Lieblingstransfers, seitdem ich weiß, dass der Vertrag hier auslaufend ist. Alexandro kommt, parallel habt ihr vielleicht schon die Lyon Sprint to Glory Showdown Folge gesehen, auch da habe ich ihn geholt. 30 Millionen, da können wir uns denke ich nicht beschweren, egal wie lange die Vertragslaufzeit, es bleiben vermutlich noch immer um die 50 Millionen. Parallel habe ich so FIFA auf, denn es geht ja natürlich noch immer um die Verpflichtung von einem Rechtsverteidiger und auch die will ich mir dann eigentlich nicht entgehen lassen, gerade jetzt, wenn man noch die Möglichkeit hat, mit dem Geld einzukaufen. Und dann sind wir jetzt auch schon tatsächlich am Transfer-Deadline-Day. In keinem Sprint-to-Glory-Showdown jemals war ich am Transfer-Deadline-Day angekommen. Wir schauen nochmal kurz, ob wir irgendwie Thiago Silva für ein bisschen Geld unter die Leute kriegen können. Natürlich ist er stark, allerdings bin ich mit meiner Innenverteidigung und auch mit meinen Ersatzspielern zufrieden. Das bedeutet, ich würde ihn hier theoretisch abgeben, einfach damit wir nochmal Geld haben für den Winter und vielleicht im Winter uns dann, wenn es wirklich zur entscheidenden Phase kommt, dass wir vielleicht dann nochmal einen neuen Keeper verpflichten können. Wir gehen jetzt in die letzten 6 Stunden schon rein. Also wie gesagt, es ist für mich das allererste Mal, dass ich wirklich bis zum Ende einer Transferphase komme. Sehr, sehr ungewohnt und Thiago Silva, das Ganze wird sogar noch angenommen. Also vielleicht kriegen wir jetzt von der AS Roma nochmal 20 Millionen gutgeschrieben und dann würde ich sagen, ja, tickt die Transferphase so langsam runter und ich bin gespannt, ob Leches auch so weit in der Transferphase kommt, denn das ist wie gesagt normalerweise nicht unbedingt das, wie weit man kommt, aber jetzt ist er glaube ich weg. Silva die ganze Zeit nicht weg, aber jetzt haben wir 3 Nachrichten, Freigabesumme für Neymar gezogen. Barcelona will Neymar echt zurück, Silva verkauft sich für 20 Millionen und des Weiteren Neymar geht dann noch, ich denke nicht, es ist die letzte Stunde. Obwohl, Freigabesumme geht glaube ich sogar noch danach, wenn ich mich recht entsinne. Wir können noch mal kurz reinschauen, wir haben jetzt noch 20 Sekunden Zeit. Ich will jetzt kurz wissen, ob Neymar geht, denn das interessiert mich tatsächlich. Ich habe extra seine Freigabesumme nicht rausgekauft, nur damit ihr Bescheid wisst, ich habe die natürlich gesehen. Ich habe sie allerdings extra nicht rausgekauft, da ich denke 200 Millionen. Da bin ich auch bereit, die Freigabesumme für ihn ziehen zu lassen. Allerdings will das immer noch nicht. Und jetzt ist der Timer um. Wir sind durch mit der Transferphase. Und das bedeutet, wir sehen uns in der Konferenz mit Leches wieder. Die Zeit läuft uns tatsächlich davon. Wir haben jetzt nicht mal mehr knapp 40 Sekunden. Und jetzt ist es so, dass Kyle Walker eigentlich kommen sollte. Aber da war es einfach jetzt wirklich viel zu stressig mit Guardiola. Der ging mir so auf die Nüsse, dass ich dann einfach direkt abgebrochen habe. Jetzt soll hier Cesar Azpilicueta her. Und ich würde sagen, die Zeit gönne ich mir jetzt einfach noch. Ich hoffe, Dennis nimmt mir das Ganze nicht allzu übel. Ich werde es ihm auf jeden Fall sagen. Azpilicueta, wir werden hier verhandeln auf, denke ich, knapp 35.
30 Millionen. Machen wir einfach so, kostet nicht ganz so viel Zeit, nimmt der FC Chelsea aber noch immer nicht an hier mit Frank Lampard. Ja, aber ich werde jetzt hier auch nicht unnötig viel Geld zahlen, weil wir brauchen natürlich noch Geld fürs Gehalt und dann auch mögliches Geld für einen Abstoß, ja, was ich natürlich nicht hoffen mag. Aber 5 Sekunden, dieses nehme ich jetzt mir hier auf jeden Fall mal noch raus und deshalb ist jetzt der Timer rum. Ja, es ist wieder ein Stück weit zu spät, aber ich denke, das ist noch in Ordnung. Wir machen den ganzen Deal also fix und treffen uns dann gebündelt zusammen jetzt wieder mit Dennis vom Kanal FIFA Tour. So, da sind wir dann angekommen. Die Transferphase liegt hinter uns und jetzt kommt es zu einem sehr spannenden Teil. Jetzt geht's um Snipen. FIFA Tour ist Gast und von daher würde ich sagen, du darfst jetzt direkt mal zu Beginn anfangen mit den 3 Spielerpicks, die ich womöglich gekauft haben könnte. Ja, ich bin gespannt. Ich habe mir gedacht, du setzt so ein bisschen auf auslaufende Verträge und aus dem Grund habe ich 3 Spieler in die Richtung aufgeschrieben, auf den Positionen, wo man sich verstärken könnte. Einmal die Linksverteidigerposition, dort ist es Alexandro, dann in der Mitte, also als Innenverteidiger Ramos und im zentralen Mittelfeld habe ich Modric aufgeschrieben. Ja, ich habe nicht nur auf auslaufende Verträge gesetzt, aber tatsächlich auch auf 2 Positionen. Ja, Alexandro ist richtig und Modric ist richtig. Nice. Okay, ja, 2 Picks gab's da schon mal. Ja, in der Innenverteidigung habe ich aber Virgil van Dijk geholt. Der bringt mir aktuell nur nichts. Der hat sich direkt mal einen Schienbeinbruch zugezogen und fehlt 5 Monate. 5 Monate, ja gut, wenigstens nicht in der K.O.-Phase. Ja, genau. Raheem Sterling habe ich noch geholt, dann habe ich Oblak geholt und noch Azpilicueta. Aber, und jetzt kommen wir zum entscheidenden Faktor, ich muss mal schauen, ich habe noch knapp 15 Millionen auf dem Konto. Wenn ich die jetzt abstoße, dann muss ich mal gucken, wer wie viel bekommt. Alexandro, Spieler freigeben, wären 5,46, okay, das geht auf jeden Fall. Modric, bitte, komm, lass es einfach funktionieren. Ja, okay, Modric weg, 7,6 Millionen, oh, ja. Und Alexandro weg für 5,46. Okay, es hat Gott sei Dank funktioniert. Und jetzt heißt es also bei mir, Bernat auf der Linksverteidigerposition und Sarabia, ja, okay, Sarabia dann dafür ins zentrale Mittelfeld. Gut, ja, so schnell kann es gehen. Direkt wieder weg, die Spieler. Ja, okay, gut. Modric war natürlich top gewesen. Du hast schon gerade gesagt, wen du sonst noch geholt hast. Ja, genau, die restlichen Spieler. Gut, okay, ist halt so. Kann ich jetzt nicht ändern, dann komme ich direkt. Vielleicht triffst du auch was. Ja, ich hoffe ja natürlich, aber ich bin mir nicht ganz so sicher. Aber ich schaue auf jeden Fall jetzt mal, dass hier was geht. Ich habe zum einen aufgeschrieben, Kyle Walker als Rechtsverteidiger von Manchester City. Ich habe dann Salah für die rechte Flügelposition aufgeschrieben. Und im Zentrum habe ich Paul Pogba und hoffe, dass einer von den 3 mal dabei sein könnte. Ja, klingt gut für mich zumindest, denn ich habe keinen einzigen von den Spielern. Ich habe mich nur auf einer Position von den genannten sogar verstärkt. Okay. Ich habe 4 Spieler geholt und das sind alles 4 Defensivspieler und damit habe ich meine komplette 4er Abwehrreihe erneuert. Meine komplette 4er-Kette ist neu. Zum einen ist es Robertson, aber irgendwie haben die Liverpool-Krankheit, der hat sich auch irgendwas gebrochen und fällt für 2 Monate aus. Okay. Dann habe ich Skriniar geholt, Koulibaly und Carvajal. Wow, okay. Also eine komplett neue 4er-Kette. Genau. Krass. Ja, das ist eine ganz neue Herangehensweise. Aber das kann natürlich funktionieren. Die Defensive ist ja oftmals der Grundbaustein, dass es funktioniert. Und von daher heißt es, du darfst alle behalten. Meine sind schon abgestoßen. Gott sei Dank hatte ich das Geld dazu noch. Aber umso weniger Geld dann natürlich jetzt später, um im Winter nochmal einzukaufen, wenn überhaupt bei mir was passieren wird. Aber gut, ich würde sagen, wenn du auch soweit bist, gehen wir direkt am 1. Januar und schauen dann natürlich, wie die Hinrunde gelaufen ist. Wir sind also jetzt am 1. Januar angekommen in der Wintertransferphase. Und bevor es da in die Transferphase geht, wo Dennis das Ganze vermutlich alleine gestalten wird, weil ich werde keine Transfers mehr tätigen. Ich habe kein Geld, es wurden mir 2 Spieler weggesniped. Und von daher, ja, habe ich da ein Stück weit Pech, sage ich jetzt einfach mal. Aber gut, wir schauen erstmal zurück auf die ganzen Wettbewerbe. Liga A ist eigentlich so, dass wir natürlich eigentlich da alles holen müssen, zumindest national. Wie sieht's da bei dir aus? Also überraschenderweise, ich bin zwar Erster, aber ich habe eine Niederlage. Ich frage mich gerade, gegen wen ich denn verloren habe. Ja, und du hast wie viele Punkte? 54. Okay, ich habe tatsächlich 57 Punkte. Ich habe 19 Spiele, 19 Siege und ja, damit sollte bei beiden eigentlich auch die Liga schon so gut wie sicher sein, würde ich mal behaupten. Aber ja, naja, okay. Stimmt. Trophäe Champion, nehmen wir die mit rein hier? Können wir machen, ist mir relativ egal, haben wir wahrscheinlich beide eh gewonnen. Ja genau, machen wir da einen Punkt einfach, ja, machen wir einen Punkt drauf. Coupe National, ich weiß gar nicht, der geht erst später los. Nicht genau. Drin sein. Coupe de la Ligue. Der müsste schon gestartet haben und... Ja, Runde 2. Ja, ich bin auch noch drin, ich bin auch noch drin. Okay, bedeutet hier, ich treffe auf Lille, wer ist dein Gegner? Startrennen. Oh, okay. Alles klar. Und dann jetzt der letzte Wettbewerb, international. Es ist die Champions League. Ich bin noch dabei. Wie schaut es da bei dir aus? Ich bin auch dabei, aber überraschenderweise bin ich Zweiter geworden. Und das okay, ist echt knapp. Erster.
Also ich habe nur 10 Punkte geholt. Ich habe 2 Niederlagen, ein Unentschieden. Okay. Keine Ahnung, das ist schon also, keine gute Leistung. Ja, aber gut, es ist trotzdem weitergekommen und ja. Vielleicht wird es ja dann jetzt durch das Minimum in der Hinrunde das Maximum in der Rückrunde. Okay, wen machst du ran? Ich treffe auf Ajax. Okay, ich muss gegen Bayern ran. Oh, okay. Bayern, kleiner Spoiler, in deiner Aufnahme war bei mir Endstation. Gut, hoffe ich natürlich auch hier, aber es ist extrem spannend. Und jetzt schauen wir zum Abschluss noch ganz kurz mal auf die Karriere bis hierhin, ob schon ein paar Manager-Auszeichnungen da sind. Bei mir sind es tatsächlich 2. Ist bei dir auch schon was da? Ich schau gerade rein und bei mir sind es auch genau 2. Also aktuell ziemlich gleich auf, würde ich behaupten. Ja, wir sind tatsächlich direkt aufeinander und die Rückrunde wird entscheidend sein. Ja, ich kann mir ein Unentschieden vorstellen, ich kann mir alles vorstellen, aber jetzt gucken wir einfach mal, wie das Ganze läuft. Van Dijk ist Gott sei Dank wieder rechtzeitig fit. Er ist jetzt für die entscheidende Phase bei mir dabei und für dich geht es jetzt auch nochmal in die entscheidende Phase. Für mich eher weniger, die überspringe ich nämlich. Wir sehen uns für mich am Februar und bei dir dann gleich mit der Vorstellung aller Transfers und dann würde ich sagen, 10 Minuten, viel Spaß. Unsere 10 Minuten starten dann wieder rein. In 3, 2, 1, let's go. Und erstmal, natürlich müssen wir schauen, was mit Neymar ist. Wechselt der jetzt tatsächlich oder nicht? Es sieht aktuell wohl danach aus, als wenn er uns erhalten bleibt. Wir schauen nochmal in den Transferüberblick, in die Transferzentrale rein und schauen dort rein bezüglich Neymar. Es hat tatsächlich scheinbar nicht geklappt. Scheinbar hat es am Gehalt gestockt und aus dem Grund bleibt Neymar weiter bei uns. Wir haben insgesamt 36 Millionen. Trotzdem müssen wir irgendein Angebot reinbekommen, damit wir uns einen neuen Spieler holen können. Mit 36 Millionen bringen wir uns nicht wirklich voran und damit warte ich jetzt nochmal so ein wenig ab, ob wir irgendwelche Angebote bekommen. Das Gute ist, wenn Chris sich keinen Spieler holt, dann kann er auch keinen erraten. Denn ja, wir können nur erraten, wenn der andere auch Transfers gemacht hat und das bedeutet, wir können die offensichtlichsten Spieler aller Zeiten holen. Und jetzt ist es doch tatsächlich noch soweit. Neymar Junior verkauft sich 20.01. und zwar zu Manchester United 195 Millionen. Ich bin damit jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht so unglücklich, denn ich denke, damit können wir uns nochmal gut verstärken. Wir haben jetzt nochmal 200 Millionen und dafür wird definitiv erstmal ein neuer Keeper kommen. Unser neuer Keeper ist gefunden und zwar wird es Marc-André Ter Stegen, der wechselt für eine Ablösesumme von 96 Millionen zu uns. Des Weiteren verkaufen wir jetzt gerade Areola für knapp 33 Millionen. Ja, für Areola das Geld, das will scheinbar überhaupt nicht kommen. Wir sind schon wieder am Transfer-Deadline-Day, jetzt kriegen wir noch ein Transferangebot für Paredes. Wir müssen uns jetzt nach einem neuen linken Flügel umsehen und zwar wäre das in dem Fall Sterling, den ich gerne haben möchte. Dafür müssen wir uns jetzt allerdings richtig ranhalten, denn wir haben nur noch 1 Minute 30 Zeit. Das wäre absolut RIP, wenn wir das jetzt nicht hinbekommen. Sterling auf Transfer. Wieso kriegen wir das Geld nicht? Ganz ehrlich, das ist unglaublich bescheuert, dass wir jetzt gerade wieder 2 Wochen knapp auf unser Geld warten müssen für einen Spieler, das ich sehr, sehr doll brauchen könnte und vor allem haben wir auch kein Transferbudget mehr. Das wird nichts. Ich sehe jetzt schon, das wird nichts und geht voll nach hinten los. 150 Millionen. Jo, läuft bei euch. Läuft bei euch definitiv. 93 Millionen. Das wird nichts mehr. 150 bleiben sie. Wir bieten 100 Millionen, aber es wird sehr, sehr eng. Ich schalte euch wieder ein, wenn wir den Transfer tatsächlich, ja, Bedenkzeit. Das war's. So, die letzten 10 Sekunden verrinnen. Die wollen uns echt nicht 1 Millimeter entgegenkommen. Also das wird sowieso überhaupt nichts. Wir können das Ganze abbrechen. Wir können auch keinen neuen Spieler mehr anfragen. Und das Geld ist auch immer noch nicht da für Areola. Also vielleicht ist das mittlerweile sogar, das könnte natürlich sein, vielleicht ist es mittlerweile abgebrochen. Es ist tatsächlich mittlerweile abgebrochen. Der Wechsel von Areola. Jetzt ist es natürlich bescheuert, dass wir hier ein Transferbudget übrig haben von 123 Millionen. Wirklich exzellent. Wen haben wir denn noch für den linken Flügel? Wir könnten das so machen, dass Di Maria auf links geht. Das werde ich jetzt auch machen. Mbappé hierhin. Und im Sturm wird dann Icardi spielen. Der wird sich vielleicht noch ein bisschen hochentwickeln. Aber insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, mit der Transferphase bin ich absolut, aber mal gar nicht zufrieden. Das ist echt vielleicht sogar eine Schwächung gewesen, diese Transferphase. Und damit sehen wir uns jetzt mit Chris wieder. Wir sind im Februar angekommen, die Transferphase liegt hinter uns. Ich habe gar nichts gemacht, dafür hat FIFA Tour eingekauft. Ich weiß gar nicht was, ich weiß nicht wie viel. Ich darf auch nicht snipen, von daher hat mich das auch nicht zu interessieren. Und ich übergebe jetzt einfach mal direkt an ihn. Und du darfst jetzt genau mal sagen, welche Spieler den Weg zu deinem Verein gefunden haben. Ja, es hat leider, deine Zuschauer haben es gesehen, gar nichts geklappt, was ich wollte. Wir haben mittlerweile Neymar nicht mehr am Start, denn der hatte eine Ausstiegsklausel von 195 Millionen. Die habe ich extra nicht verlängert, weil ich dachte, mit 200 Millionen kann man ordentlich was machen. Aha. Und ja, der ist dann gegangen. Ich habe mir dafür einen neuen Keeper geholt, Ter Stegen, damit ich ungefähr auf deinem Level mitgehen kann. Wollte denn die ganze Zeit hier irgendwie einen neuen Flügel holen.
mit Raheem Sterling, aber die wollten so viel Geld für den haben, dass ich das nicht geschafft habe und damit mich jetzt eigentlich offensiv nochmal deutlich verschwächt, gibt's das Wort? Geschwächt habe und ja, deswegen bin ich jetzt gespannt, wie die Rückrunde laufen wird. Es könnte echt ein bisschen in die Hose gehen, könnte ich mir vorstellen. Ja, das heißt, du hast nur Ter Stegen geholt. Ja, und dafür Neymar ist gegangen. Neymar ist weg und wer spielt da jetzt dann bei dir? Ich habe jetzt Di Maria auf links, dann habe ich, warte, ich muss mir selber nochmal angucken, Di Maria auf links, Mbappé auf rechts und Icardi vorne im Sturm. Also es ist immer noch in Ordnung, aber ja, wir haben halt 120 Millionen. Ich habe 120 Millionen über. Das ist natürlich echt scheiße. Ja. Okay, ich meine, für mich ist es natürlich gut, aber für dich ist es jetzt echt doof. Aber gut, dann sind wir einfach mal gespannt. Übrigens ganz kurz, kleine Notiz am Rande hier. 2 Wochen nächste Verletzung bei mir bei Virgil van Dijk. Er ist dann doch nicht mehr fit. Okay. Wir simulieren als Ende der Saison, du triffst auf Bayern, ich auf Ajax und wir gucken mal, wo das Ganze hingeht. Wir sind am Ende angekommen, wobei nicht ganz. Ich muss tatsächlich nochmal eine Woche nach vorne simulieren, weil das hatten wir auch schon in der Aufnahme zuvor auf FIFA-Tours-Kanal, so rum. Da gibt es noch ein Finale, das erst am 6. stattfindet und da war ich tatsächlich drin. Ich will aber noch gar nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir schauen jetzt zurück. Ich gehe direkt mal auf Kreis, ich schaue auf die Tabelle und wie schaut es da bei dir aus? Also, ich bin Erster mit 107 Punkten, aber was ich bei dir alles schon höre, das sieht rabenschwarz für mich aus. Okay, also ich bin auch Erster, ich habe 110 Punkte, keine Niederlage. Das macht stark. Also hier für beide 19 Punkte. So viel steht auf jeden Fall mal fest. Dann gehen wir auf den nächsten Wettbewerb, Trophäe Champion, haben wir gesagt, nehmen wir einen Punkt mit dazu. Genau. Den haben beide und dann geht es weiter. Ich muss ab und zu mal hier rüber lang, weil ich dann das Ganze mit dem Taschenrechner, CMPC rechne. Coupe National, das war jetzt, glaube ich, das Finale gegen Lyon. Runde der letzten 32 eingestiegen, da habe ich gewonnen. Wie weit bist du denn gekommen? Ich bin leider im Halbfinale gescheitert. Also ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber das bringt mir leider nur 3 Punkte in dem Wettbewerb. Okay, und tatsächlich habe ich das Halbfinale gewonnen und auch das Finale bedeutet, es gibt für mich 6 Punkte dazu. Ja. 23-26, Coupe de la Ligue, wie schaut's da aus? Coupe de la Ligue, ja, da sieht's besser aus, den habe ich wenigstens gewonnen. Den habe ich auch gewonnen, aber unfassbar knapp, 2-2 gegen Marseille und im Elfmeterschießen dann erst für mich entscheiden können. Ja, macht hier auch, Runde 2 sind wir reingekommen, 1, 2, 3, 4 und 6 Punkte, genau, du sagst es, 32-29. Genau. Die Champions League könnte da richtungsweisend sein und da schauen wir direkt drauf. Bei mir Valencia im Finale gegen Barca, 0-4 der Endstand. Und ja, wir schauen mal drauf. Achtelfinale warst du ja dabei, gewonnen? Nee. Nicht? Okay, also ich habe da 4-1 gegen Ajax gewonnen, im Viertelfinale 4-2 gegen Tottenham und im Halbfinale dann leider gegen den FC Barcelona verloren. Und somit heißt es für dich, gibt es 2 Punkte. Also oh, das war es doch schon komplett. Ja. Ich habe 31 Punkte und keine Ahnung, wo du mittlerweile stehst. Ja, 31. Ich habe 2, 4, 6. Ich habe 6 Punkte hier noch dazu. Ich stehe bei 38. Also es müsste schon ein Riesenwunder passieren, wenn du hier noch eine Chance hättest. Ja. Schauen wir nochmal drauf. 4-2 verloren. Ich glaube es doch nicht. Ja, das ist echt bitter. Also bei mir, Trainer des Monats, waren es 2. Es sind auch nur 2 geblieben. Ich stehe also am Ende dann mit 40 Punkten da. Wie schaut es bei dir aus? Bei mir sind es ein paar mehr als bei dir, das Doppelte. Ich habe 4-mal den Trainer des Monatspreis gewonnen. Allerdings bleibt es trotzdem leider nicht ausreichend. Hatte ich davor 31, dann habe ich jetzt 35 oder hatte ich 32, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall deutlich unter dir, das kann ich festhalten. Okay, also ich meine, es waren 31, so bedeutet es also 40 bei mir. Ja, so viel ist, glaube ich, Fakt. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Und es sind 5 oder 36 bei dir. Es ist ein brutal enges Rennen gewesen. Aber gut, das geht auf jeden Fall jetzt in der Hinsicht da an mich. Habe ich etwas Glück gehabt da dabei. Aber das ist natürlich auch der Reiz an so einem Sprint to Glory Showdown. Das kann zu jedem Zeitpunkt alles passieren. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Bevor dann quasi FIFA Tour das Schlusswort hat, melde ich mich nochmal ganz kurz. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall natürlich hier, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, das gleiche auch bei Dennis. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung und wenn ich dran denke, auch in der Infokarte zu finden. Und ansonsten will ich gar nicht viel mehr sagen und würde sagen, ich übergebe zum Schlusswort nochmal an dich. Ja, ganz genau, die 10 Euro, die ich jetzt hier verlosen werde aufgrund der Niederlage gegen Leches, werde ich auf Twitter verlosen. Den Link findet ihr bestimmt in der Beschreibung diesbezüglich. Ich muss auch noch vom letzten Duell was auf Twitter verlosen. Das bedeutet, wer auf Twitter am Start ist, der könnte vielleicht in den nächsten Tagen, Wochen was gewinnen. Checkt das auf jeden Fall gerne ab. Lasst auf diesem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Solltet ihr von meinem Kanal hier rübergekommen sein,
dann lasst auch gerne ein Abo da, um nichts mehr auf diesem Kanal zu verpassen. Freut mich auf jeden Fall, dass ich mit am Start gewesen bin und dann wäre es das von mir gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, ciao.